Miss Moneypenny, der Waffenmeister soll zu mir kommen. Die Waffenabteilung hat ein sehr elegantes Gepäckstück für uns entworfen. Es wird nur an die 00-Agenten ausgegeben. Ein unauffälliger kleiner Lederkoffer mit 20 Schuss Munition. Hier und hier. Die Spitze muss abgedreht werden, um die Patronen herauszunehmen. Hier an der rechten Seite ist ein Wurfmesser eingebaut. Wenn Sie diesen Knopf drücken, kommt es heraus. Im Innern des Koffers finden Sie ein in 7 Teile zerlegtes Gewehr mit Zielfernrohr. Kaliber 2,5 mit einer Teleskop-Visiereinrichtung mit Infrarotstrahlen. Wenn Sie diese Riemen herausziehen, finden Sie 50 Goldstücke. 25 auf jeder Seite. Und jetzt passen Sie mal auf. Das ist eine gewöhnliche Puderbüchse. In ihr befindet sich eine Tränengaspatrone. Sie wird am besten hier an dem oberen Rand befestigt. Wir haben sie mit einem Magneten versehen, damit sie nicht herunterfallen kann. Normalerweise öffnet man einen Koffer, indem man die Riegel zur Seite schiebt. Wer das bei diesem Koffer macht, dem fliegt das Tränengas mitten ins Gesicht. Wenn Sie den Koffer öffnen wollen, dann drehen Sie die Riegel waagerecht. So. Dann können Sie ihn ohne Gefahr aufmachen. Versuchen Sie es mal. Also die Riegel waagerecht drehen. Richtig. Und einfach öffnen. Haben Sie alles behalten? Ja, ich hoffe schon. Darf ich gehen, Sir? Sie dürfen gehen. Danke, Sir. So ein Koffer wäre ein hübsches Weihnachtsgeschenk. Aber ich glaube nicht, dass ich ihn bei dem Auftrag brauche. Nehmen Sie ihn trotzdem mit. Viel Glück, 007. Danke, Sir.